herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Nico ist heute da. Hallo. Und wir haben eine Wow-Box bekommen, denn Sakura Season steht ja bevor, also das Kirschblütenfest, und deswegen ist die ganze Box auch rosa. Fancy. Ich habe noch nie Japanese Snacks probiert, noch nie mein ganzes Leben. Ich bin jetzt echt gespannt. Wow. Richtig hyped. Okay, wir probieren heute auch alles. Sehr gut. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Ich erinnere mich an ein Snacks-Probier-Video mit Luke, der gerade hinter der Kamera steht. Und alles war richtig eklig. Ja? Es waren alles so Ami-Süßigkeiten. Also Zucker, 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 Zucker. Ja, aber manche Sachen haben auch einfach nur nach Plastik geschmeckt. Ich kenne so diese Dinge, ich glaube aus China, Japan, ich weiß es nicht, dieses Pulver zum Anrühren, da kannst du Burger machen, so ja. Eklig. Auch, ja, auch alles richtig eklig. Richtig schlimm. Da haben wir mal Senpai Notice mir gemacht. Kennt das noch jemand von euch? Es hat leider so viel Arbeit gemacht, dass wir es nicht weitermachen konnten, aber das war auch ziemlich witzig. So. Also das erste ist Pocky Chocolate Sakura Matcha, okay. Taste of Japan, whatever. Also aber diese Mikado-Stäbchen mit Matcha-Geschmack. Genau. Ja, okay. Aber es ist auf jeden Fall hier die Familienpackung. Wenn ich da bin. Kein Problem. Als wir bei Mama Mia waren, hat er sich so eine Packung Mentos gekauft. Die Pause ging 10 Minuten und er hat sich diese ganzen Mentos einfach reingeklopft und ich gucke ihn so an. Hä? Weil ich wollte eigentlich fragen, gib mal einen Mentos. Und ich gucke so rüber. Ach, deswegen fragst du. Und ich gucke so rüber, die ganze Packung ist so weg. Well. Well. Japaner lieben ja Verpackungen, unnötige Verpackungen. Mm. Naja, aber du gehst ja noch zur Uni, das ist eigentlich schon praktisch dann, oder? Das stimmt, das ist praktisch. Na dann. Aber die Verpackung ist wunderschön. Das ist echt schön. Ich finde alles irgendwie sehr schön gemacht mit dem Kirschblüten-Style. Ja. David. Na dann. Also Prost. Nein, wie sagt man? Cheers. Egal. Ja. Doch. Schmecken wie die ganz normalen Matcha-Stäbchen. Ja. Ja. Aber finde ich gut. Ja. Magst du Matcha? Ja. Ist auch nicht so süß, finde ich. Ist okay. Das stimmt. Matcha ist immer so ein bisschen, so eine bittere Unternote. Genau. Ist nicht so krass. Zucker, Zucker, Zucker. Ja. Das finde ich gut. Kann man so am Abend mal snacken. Okay. Oder immer. Oder immer. Okay, du darfst aussuchen, was willst du als nächstes? Warte, es sind noch mehr Sachen drin. Ich würde sagen, wir machen mal die, oder? Cream. Colon. Colon. Oder Spanisch Collon. Die Verpackung ist nice, ein bisschen abgerundet. Ja. Finde ich schön. Also wirklich, Japaner und Verpackungsdesign. Hm. Da kann man nichts sagen. Boah. Oh, okay. Achso, eine Sache, wenn du dir Essen teilst in Japan, zum Beispiel eine Chipspackung oder so, ja, dann machst du die so auf, dass jeder reingreifen kann. Ach, deswegen hast du die so aufgemacht, auch beim Karaoke. Ja. Das ist ja auch so ganz komisch aufgemacht. Ich mach immer so rutsch und sie hat das richtig fancy so. Und ich so, oh, okay, that's nice. So. Quasi in der Mitte und dann müsste eigentlich jeder gut rankommen. Ach, so, das sieht aus wie Hundefutter ein bisschen gerade, finde ich. Voll. Würde Ivy auch essen. Also, mein Hund würde halt einfach alles essen. Ich bin mir 100% sicher, wenn ich sterben würde, würde sie mich auch essen. Echt? 100 pro. Oha, okay. Also, cheers. Oh, voll soft. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich gesagt. Nee. Ich mag die Kirsche irgendwie nicht so ganz, ehrlich gesagt. Doch, so ein bisschen wie Amarena. Ja, Amarena. So wie Japaner sich halt Kirschen vorstellen. Ach so, echt? Ja, keine Ahnung. Also, aber kennst du es nicht so wie, wenn auf irgendwas Blaubeere steht, aber es schmeckt halt null nach Blaubeere? Oder Erdbeere, so richtig künstlich scheiße. Ja, genau. Und so schmeckt das hier gerade. Das schmeckt eigentlich nach diesen Amarena Cocktailkirschen, finde ich. Ja, genau. Kommt hin. Doch, ist gut. Ja, aber nicht. Wenn man sich daran orientiert, dann ist es gut. Aber die Konsistenz ist speziell. So eine Mischung wie Marshmallow und Creme. Ja. Ist nicht mein Favorite, aber kann man mal essen, finde ich. Also ich würde es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Nee, aber ich fand die Stäbchen gut, fand ich gut. Stäbchen bisher. Ja, Pocky war gut. Dann ist vielleicht mal Zeit, um was zu trinken. Oh, ich kenne halt wirklich nur die Cola. Und diese Cola ist aus diesen Automaten im Kino, ne? In diesen UCI-Kinos, that's it. Mehr kenne ich nicht. Und ich bin nicht so ein Experimentier-Freak. Deswegen kenne ich ja nicht so viel. Ich kenne nur Cola, Light und Zero. Okay, wir haben hier Strawberry Coke. Und das haben sie mir in der E-Mail geschrieben, bevor sie mir das geschickt haben. Ist wohl super Special Meshel und Exclusive, bla bla bla. Also, wenn ihr die auch haben wollt, dann müsst ihr irgendwie diese Box bestellen. Dann habt ihr Pech. Nein, dann muss man das irgendwie extra beim Checkout bei dieser Box angeben oder in Japan wohnen. Erstmal rüberfliegen schnell. Ja, für eine Strawberry Coke. Ja, und wieder zurückfliegen. Ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, wie es schmeckt, ne? Das ist ja abgefahren. Oder mein Bauch so. Mein Bauch so. Eine chemische Reaktion so. Habt ihr es gehört? Vielleicht finde ich ein bisschen wie dieses Cola-Eis im Freibad, wo du so rausquetschen musst. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Weil es ja keine echte Cola mal gewesen, weil man so Fake-Cola, aber ich finde, so ähnlich schmeckt das. Aber irgendwie ist es auch ganz geil. Ich hätte gerne geil. Was Salziges dazu. Chips Salziges. Oder Ramen. Ach so, oder ich hätte gerade in der Cola. Nee, zum dazu essen. Ja. Ich glaube, dann ist es richtig geil. Wie bei, es gibt so ein Anime, Umaru. Himoto Umaru-chan heißt er. Und sie hoppt immer zu Hause, zockt und frisst immer Chips und Cola.
Und dann gibt es so eine 5-Minuten-Erklärung, warum es so geil ist, Chips und Cola zusammen zu essen. Das ist ja wie salziges Karamell, das ist ja auch so geil, weil durch das, durch das Salz wird das Karamell noch süßer und andersrum. Ich bin auch der Einzige, der nicht mag Schokolade mit Meersalz drauf. Magst du nicht? Ich mag es einfach nicht. Na geh bitte. Dann probiere ich den Rest wohl allein. Das ist echt lecker. Ja, ich finde die sehr gut. Ich hoffe, die kommt auch nach Deutschland. Ich trinke gar nicht so viel Softdrinks. Ich auch nicht. Wenn... Aber es gibt ja schon Zimt-Cola, gibt's, die wurde auch anscheinend sehr gehypt. Ich habe sie nicht probiert, keine Ahnung. Und Cherry Coke kenne ich halt noch. Die finde ich auch ganz gut eigentlich. Ja, Vanilla Coke. In Amerika gibt es ja Coke Float. Kennst du das? Da machen sie eine cool Vanilla-Eis in deine Cola rein. Oh mein Gott. Ja, aber das muss super vorsichtig gemacht werden, weil sonst so eine chemische Reaktion entsteht. Ich hatte das nämlich einmal in so einem Diner und dann war der ganze Tisch voll mit Cola, Vanillezeug. Okay, dann würde ich einfach nochmal mit den Pocky weitermachen. Okay. Ich kann es ja nicht so richtig leider lesen. Kann dir auch gar nicht helfen, ne? Also ich glaube, es ist viel Butter im Stäbchenteig, wenn ich es richtig verstehe. Und richtig schlecht für dich, ich glaube, es ist Salz außenrum. It's okay. Und hier sind natürlich auch wieder alle einzeln eingepackt. Okay, aber das sind schon wirklich die Hardcore-Premium-Pocky, ne? Das ist schon echt schön. Die Billo-Pocky kannst du ja auch hier im China-Laden kaufen. Ja. Aber diese Premium-Sachen nicht. Das ist schon echt schön. Ja. Das gefällt mir. So, greif rein. Boah, die sind auch ein bisschen dick. I love that. Vielleicht ist mein Geschmackssinn so getrübt von der Cola. Das schmeckt auch gerade. Schmeckt irgendwie genau gleich irgendwie, oder? Und für mich schmeckt es irgendwie voll nach Kokos. Oder ich habe einen Gehirntumor. Hm. Oder ich. Aber also ich persönlich finde das Salz ja geil. Aber es ist ein bisschen wenig, ne? So einmal drüber geflogen so. Also ich schmecke auch wieder keine Kirsche? Nee. Null? Kirsche ist überhaupt nicht drin irgendwie. Also es schmeckt gut. Ja. Aber es ist sehr light. Und ich würde es nicht nochmal kaufen, ehrlich gesagt. Ich würde mir diese Matcha-Stäbchen am ehesten kaufen, jetzt von allen bisher. Ja, aber wir haben ja noch die schönste Verpackung der Welt. Ich bin ja so schlimm, ich bin ja so ein verrückter Hoarder, ne? Ich heb alle Verpackungen, die ich schön finde, auf, schneid es aus und klebt es in die. Nein. Voll. Guck mal, ist auch so schön gemacht. Das ist echt schön. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen, aber man klappt es so auf. Ich kann es gerade nicht lesen, du. Ich kann es auch gerade nicht lesen. Sonst schon. Ja, ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Guck mal, sie reitet auch aus so einem Einhorn und das sind immer Oh, that's Kirschen. Me. That's me on a Saturday. Share happiness. Share happiness. Mach mal Share happiness. Achso, es hat es hat eine Servierplatte. Oh, was? Deutschland ist echt arm dran mit den Verpackungen, merke ich gerade irgendwie. Ja, voll. Sehr billig. Sehr billig. Dafür nicht so viel Müll. Das stimmt. Das ist dann in Deutschland wieder, ja, außer bei Kinder Bueno und so. Ja. Verpackung und nochmal Verpackung. Oh, das ist flüssig. Ich frage mich, wo die Kirsche ist, ehrlich gesagt. Der Schleim. Ja? Also die Schokolade schmeckt sehr japanisch. So schmeckt alle Schokolade in Japan. Ist ein bisschen bitterer, oder? Ich glaube einfach, da ist nicht so viel Kakao drin, ich weiß nicht. Oder da ist extra viel Kakao drin. Ich glaube extra viel, glaube ich. Mhm. Oder? Weil die deutsche ist ja eher echt viel süßer und viel milder. Ja, das stimmt. Ja, also aber ich finde, es könnte ein bisschen mehr Kirsche vertragen, ehrlich gesagt. Ich finde, alles könnte ein bisschen mehr Kirsche vertragen. Ja. Aber ich finde es trotzdem lecker. Da Matcha, Kokos, Amarena-Creme, da war Erdbeere. Naja, Kirschen, Erdbeeren, komm. Das eine ist zwar eine Nuss, das andere wächst am Baum. Egal. Egal. Das merken die nicht, die Deutschen. Ah. Das war auch so richtig, als ich in Korea beim Tätowierer war, war sie auch richtig so, oh, du bist ja total klein, da muss ich jetzt nochmal ran. Ich dachte, alle Europäer sind voll groß. Wow. That's racist. Ja. Aber ich meine, ist ja andersrum auch nicht anders. Das ne? stimmt. Okay, dann jetzt. Dann noch die Minz-Dinger, ne? Ja, zum Abschluss. Also hier. Ah. Oh, aber das ist wunderschön. Auf dem Mint ist eine Sakura-Blüte gedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh mein Gott, wie süß. Oh ja. Mhm. Oh, es ist sehr süß. Da ist aber die Kirsche drin, oder? Mhm. Ja. Ja, guck mal, das Beste zum Schluss. Es ist witzig, wie so Mint hier draufsteht, aber es hat überhaupt nichts mit Minze zu tun. Nee, Minze überhaupt nicht. Nee, es schmeckt wirklich wie sehr süße Kirschtraumzucker. Das ist auch jetzt kein gegen Mundgeruch oder so, sag ich mal. Überhaupt nicht. Das ist halt wie so ein Drop. Ja, wie eine Süßigkeit. Mhm, auch finde ich gut. Ja, mir schmeckt das. Und doch. Diese Verpackung, ganz im Ernst, wenn die leer ist, mache ich mir einfach so eine Brosche dran und trage die. Klebt dann noch 2-3 Schleifen und ein bisschen Glitzer drauf und dann hier so wäre auch nicht schlecht. Aber ja. Noch lecker. Jetzt haben wir noch das. Finde ich gut, auch teilen. Alle Schildkröten so, ah ja, Daily Life. Das ist die Zero-Sugar-Version. Okay, was war dein Favorite? Ich glaube echt die Matcha-Stäbchen. Die Matcha. Die waren nicht am neutralsten, sag ich mal. Aber deswegen auch am coolsten, weil sie nicht. Ich finde, das war aber so. Ich habe mir Kirsche erwartet. Ja. Ja. So, wo war die Kirsche? Aber das war echt gut, muss ich sagen. Und ich fand, wo sind sie jetzt hin? Ich fand die Cola sehr gut. Fand ich wirklich special. Würde ich mir, glaube ich, auch mal kaufen. So eisgekühlt im Sommer oder so. Vielleicht nicht jeden Tag, aber so ein Glas geht schon mal klar. Und die fand ich auch ganz nice. Diese... Cream. Die Koyon. Koyon. ja, doch. Ich fand eigentlich alles nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Aber die Matcha fand ich am besten. Und du?
Also normalerweise, wenn wir diese Sachen probieren, ist immer irgendwas dabei, was ich richtig räudig finde. Okay. Und was ich gar nicht erst aufmache, weil ich schon weiß, richtig räudig. Oh, okay. Aber diesmal hat mir tatsächlich alles geschmeckt. Ja, doch, kann man so sagen. Ich fand alles lecker, ich fand die Strawberry Coke richtig cool. Ja, die war echt nice. Und Pocky geht halt immer, ne? Also so heißen diese Stäbchen. Okay. Und das hier ist halt mein Favorite wegen der Verpackung. Das hätte ich in Japan zu 1000% gekauft, einfach nur, um es zu haben. Um es zu haben. Aber das ist auch voll süß, die Verpackung. Das ja, die ist sehr auch cute, richtig muss ich schön. Sagen. Wie sind da überhaupt drin? Bestimmt drei gefühlt. Sehr, sehr Instagram, Tumblr. Voll, das stimmt. Noch so ein Japan-Filter drauflegen, so ein Anime-Filter. Ja, genau. Und dann läuft der Hase. Gut. Ist so sehr viel Müll, muss ich sagen. Das ist ein bisschen judgy hier, ne? Ja, ist halt leider so. Also Japan, egal wie viel Müll ich selber erspare in meinem Leben, sobald ich einmal nach Japan geflogen bin. Alles aufgeholt. Ja, meine ganze Bilanz ist einfach, auch in jedem Supermarkt, ich kaufe das, ne? Ja. Ich nehme hier eine Tüte. Nein. Ich so, keine Tüte bitte. Und er so. Echt? Da hast du sie trotzdem, nimm sie jetzt. Ja, wirklich, das ist Policy hier, nimm bitte die Tüte. Scheiße, okay. Na ja, gut, aber... Die kommen da bestimmt auch noch irgendwann ja, hin. Irgendwann. Irgendwann. Wenn die Welt untergegangen ist. Naja, dann bauen die einfach ihre Häuser aus Plastik. Sie bauen jetzt ja schon waagerechte Häuser, ne? Echt? Ja, ich glaube, denen ist ein bisschen langweilig gerade geworden. Die bauen gerade auf den Hochhäusern waagerechte Häuser obendrauf. Hast du Bilder gesehen? Nee. Mhm. Ich dachte mir so, oh, da will ich nicht drin wohnen, ehrlich gesagt. Wenn das einstürzt, fällt man tief. Ja, vor allem mit dieser Erdbebensache. Na gut, so, wir schweifen ab. ja, vielen Dank fürs Hiersein. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Alles ist von Nico unten verlinkt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefallen würde. Ihr habt es ja nicht gekostet, aber so einen Eindruck bekommen. Ja. Ihr habt es ja nicht gekostet. Genau. Und der Link zu der Box ist auch unten verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.